Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um SAF. Das sind Sustainable Aviation Fuels und wie die Lufthansa-Gruppe damit umgehen will. Dafür das T-Shirt. Im zweiten Teil gehe ich darauf ein, ja, mit den Corona-Maßnahmen, die ja quasi jetzt eingeläutet werden, 2G, 3G in den Städten, Ländern und so weiter, wie sieht das in Aviation aus, werde ich also diese beiden Themen heute für euch einmal so ein bisschen durchdeklinieren und durchschauen. Aber ihr wisst ja, wie immer, an dieser Stelle gibt es einfach das Intro. In der heutigen Ausgabe am Samstag wisst ihr, wie immer, sollt ihr den Kanal nicht nur abonnieren, den Abonnierbefehl, sondern auch die Glocke anmachen. Ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken und auch unten kommentieren. Ich denke, dass das heutige Thema mit SAF oder aber auch mit Corona im Flugzeug, wie das mit der Sicherheit im Flugzeug bestellt ist, sehr, sehr spannende und interessante Themen sind. Also insofern machen wir da jetzt einfach direkt mit dem Thema weiter. Die Lufthansa hat ja per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie mehr nachhaltigen Flugkraftstoff tanken wollen. Warum? Ganz einfach, da gebe ich euch das Bild. Ihr seht das Bild auch eingeblendet neben mir. Das ist der Airbus A319, der Ende letzten Monats von Airbus mit 100% Sustainable Aviation Fuel geflogen ist. Also das heißt, man sieht, es geht. Und man möchte das von Airbus bis 2030 ausrollen. Im Moment das Problem ist ganz einfach, dass man die Mengen davon nicht bekommt. Aber man tut alles, damit man das auf industriellen Maßstab machen kann. Ich war ja auf der Dubai Air Show und da war halt wirklich das Riesenthema die Nachhaltigkeit. Und gerade die Nachhaltigkeit nicht unbedingt mit Wasserstoff, nicht mit Elektrizität, sondern mit diesen SAF. Fuels. Warum? Ganz einfach deshalb. Man hat Tausende von Flugzeugen, die schon bestehen. Und wenn man die einfach grounden würde, weil man einfach sagt, wir können das Klimaziel nicht erreichen, da hat man dann gesagt, das ist ja gar nicht nachhaltig. Also insofern sollte man da in SAF investieren. Also Lufthansa ist da auf dem richtigen Weg. Lasst uns da einfach mal nochmal reinschauen. Also man merkt einfach, die Lufthansa ist interessiert an der Nachhaltigkeit. Man merkt das ja auch zum Beispiel im Buchungsprozess. Da wird einem das ja immer wieder vor Augen geführt. Ich selber sehe das zum Beispiel bei dem Miles & More Discount Pass. Da muss man aktiv anklicken, dass man es möchte oder nicht möchte. Vorher geht es nicht weiter. Und die Lufthansa-Gruppe möchte das da halt wirklich machen. Und wichtig ist, es ist gerade im Geschäftsreisesektor ein Riesenthema. Warum? Ganz einfach, die Lufthansa selber ist nachhaltig. Das heißt also, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa-Gruppe fliegen, werden diese Flüge kompensiert, also diese ID-Fliegerei. Wenn man natürlich Linie fliegt und da ein Full-Revenue-Ticket, so wie wir das kauft, dann wird es nicht kompensiert. Das müssen wir dann aktiv machen. Entweder angeboten über unten über den Link oder dann halt selber über einen der Anbieter, die es gibt. Dann hat die Lufthansa proaktiv Flugkraftstoff in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gekauft. Das ist also relativ viel Geld. Vor allem, wenn man denkt, dass diese 250 Millionen US-Dollar bei weitem nicht das decken, was die Kunden an SAF bei Lufthansa kaufen. Und dann hat man sich der SBTI-Initiative angeschlossen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und man ist dann mit der Unternehmensberatung Kearney ist ein neuer Geschäftskunde im Compensated Corporate Program. Also das heißt, dann hat auch ein Firmenkundenprogramm, das da auf die Nachhaltigkeit setzt. Und Lufthansa sagt ganz klipp und klar in ihrer Pressemitteilung, dass CO2-neutrales Fliegen heute schon möglich ist. Und deshalb hat die Lufthansa diesen ambitionierten Weg der klimafreundlichen Luftfahrt bereits im Frühjahr diesen Jahres eingeschritten. Man hat ja auch vorher andere Maßnahmen gemacht. Man sieht das ja zum Beispiel bei der Lufthansa Cargo. Da hat man ja zum Beispiel eine Folie auf dem Flieger angebracht, der also auch nochmal die Effizienz steigert. Dann hat man auch mit der Cargo, mit der AXA zusammen und der Schenker-Gruppe, dass man da halt einfach die Versicherungsgesellschaft, die da halt wirklich auch nachhaltig alles kompensieren.
Und dann gibt es noch ein Zitat von Christina Förster, das ist die Vorständin der deutschen Lufthansa AG, Customer IT Corporate Responsibility der Lufthansa. Als größte Abnehmerin Europas im nachhaltigen Flugkraftstoff ermöglichen wir schon heute CO2-neutrales Fliegen. Bei unseren Firmenkunden spüren wir zunehmendes Interesse, diese echte Alternative zu fossilem Flugtreibstoff zu nutzen. Jedes Unternehmen, das bereits heute in Sustainable Aviation Fuel, also SAF, investiert, beflügelt den Markthochlauf von nachhaltigen Flugkraftstoffen, leistet so einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Luftverkehr, sagt Christina Förster. Also wie gesagt, die Lufthansa hat in diesen SAF 250 Millionen US-Dollar investiert und möchte halt da auch als Pilotkunde diese Power-to-Liquid-Kraftstoffe machen, hat da auch mit den Freunden, wie hieß es nochmal, Compensate, zusammen die Anlage irgendwo in Frankfurt näher gebaut, also dass man da was guckt. Ist natürlich eine Testanlage, das muss man der Ehrlichkeit halber zu sagen. Das heißt, die Mengen sind da nicht so groß, aber da passiert etwas. Dann als nächstes hat die Lufthansa Group sich wirklich ambitionierte Ziele gesetzt im Klimaschutz. Die Halbierung der Netto-CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 sowie eine CO2-neutrale Bilanz bis 2050. Ist natürlich nicht so ganz das, was wir angestrebt haben. Man sollte, glaube ich, früher war das, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, aber das war irgendwie 2030, 2035. Aber ist auch egal. Aber auf jeden Fall, man hat das Thema im Fokus. Und um diese Nettoziele weiter zu konkretisieren, hat sich der sogenannte Science-Based Target Initiative, also das ist diese SBTI, angeschlossen, um ihren CO2-Reduktionspfad mit dem Pariser Klimaabkommen der Vereinten Nationen in Einklang zu bringen. Auf Basis wissenschaftlicher Berechnung werden CO2-Emissionen mit Hilfe von Flottenerneuerung, Optimierung, verbesserter operativer Effizienz sowie den Einsatz von nachhaltigen Flugkraftstoffen kontinuierlich reduziert. Die offizielle Validierung erfolgt im Jahr 2022. Ja, also Nachhaltigkeit nicht nur beim Eurowings, beim Essen mit Vegan und so weiter, sondern auch bei der Lufthansa Group, dass man wirklich auch diese Aviation Fuels ersetzt, also das gute alte Jet A1 oder Kerosin, wie man es nennt, durch SAF. Was haltet ihr davon? Haltet ihr das als guten Weg, dass man zum Beispiel, da gibt es ja diese Diskussionen, diese Sitze zum Beispiel von Leuten, die kompensieren, irgendwie markiert mit Grün oder aber, dass man mehr Statusmeilen bekommt, Prämienmeilen bekommt, dass man das wirklich mit Miles & More koppelt bei der Lufthansa-Gruppe, um den Incentive, dass man kompensiert, wesentlich höher zu honorieren. Insofern freue ich mich, wenn ihr da eure Argumente, eure Meinung und vor allem eure Gedanken dazu mal mitteilt. Nehmen wir das Flugzeug einfach mal aus dem Bild. Ist das ein Weg mit dem Status, über den Status, dass man die Leute zu mehr Nachhaltigkeit erzieht, bekommt? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, ich persönlich schon. Ich kompensiere ja selber auch teilweise die Flüge, gerade die Intercon-Flüge besonders, weil sie halt sehr, sehr hoch sind und damit halt auch sehr, sehr umweltschädlich sind. Und da muss man dann halt wirklich schauen, inwieweit man da, ja, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Wenn das mit dem Status dann zusammengehen würde, dann wäre es natürlich eine Initiative, die die Leute wahrscheinlich mehr begrüßen würden. Aber kommentiert einfach. Einfach einen Kommentar. Das zweite Riesenthema heute, was ich habe, und wir haben ja erst, wenn wir uns das Ganze mal angucken, von den Minuten her, 8 Minuten 29, also ich bin noch gut in der Zeit, ist es halt wirklich so, dass im November jetzt die Pandemie mit Corona wirklich, ja, durchgeschlagen hat. Sachsen und Bayern haben da irgendwie schon fast Schließungen im Auge. Die Österreicher haben ab Montag eine Schließung und einen Lockdown. Berlin geht auch mit den Zahlen hoch, deshalb kam ich auf Berlin. Und da sollte man einfach mal gucken, wie das wirklich ist, inwieweit man diese Geschichte im Auge behält. Weil die Amerikaner haben ja gerade aufgemacht, man kann nach Amerika fliegen, wenn man geimpft ist und einen aktuellen PCR-Test hat, aus Deutschland heraus zum Beispiel. Aber ohne Impfung reißt es sich in der Tat sehr, sehr schwer. Und da muss man halt einfach gucken, ob das diese Zukunft ist, dass man wirklich nur noch geimpft reisen kann. Was haltet ihr davon, dass es eine Art Impfpflicht beim Reisen gibt, dass man da halt wirklich auch, ja, seinen Beitrag leisten muss? Und lustigerweise ist das dann so, der ideale Passagier ist
geimpft, so ist die Headline. Und in Deutschland sind gerade bei den über 60-Jährigen noch 3,5 Millionen Menschen ohne diese Impfung. Und das ist natürlich immer etwas schlechter, weil man da natürlich schauen muss, was, was da mit den Leuten los ist. Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich denke, dass das wirklich Sinn macht. Zumal man auch wirklich sagen muss, ist das Fliegen denn auch sicher trotz der hohen Inzidenzzahlen? Also das heißt mit der Maske und so weiter. Und man hat ja in der Luftfahrt eine 3G-Regel. Ihr wisst ja auch, dass er bei Lufthansa nur in die Lounge reinkommt, wenn ihr halt wirklich genesen, geimpft oder getestet seid. Und wie sieht es da aus? Also da gab es ja auch einen Flug aus dem Sommer in Irland. Der Flug war nur zu 17% ausgelastet, aber es haben sich 13 Menschen auch über verschiedenste Reihen hinweg infiziert mit dem Coronavirus. Also insofern ist es trotz der Maske eine Frage, ob Fliegen da noch sicher ist. Wenn man halt dem BDL, das ist der Deutsche Luftverkehrswirtschaftsverband, also im Prinzip die Fluggesellschaften, die sich da organisiert haben. Und da sagt es ganz einfach, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, schwieriges Wort, hat der Bundestag beschlossen, die 3G-Regel im ÖPNV und öffentlichen Fernverkehr, also auch in der Bahn und im Flugzeug, einzuführen. Mit Inkrafttreten wird die Luftverkehrsbranche das entsprechend umsetzen. Bereits heute besteht im Luftverkehr die 3G-Regel bei Auslandsrückkehren und bei den meisten Flugverbindungen aus Deutschland ins Ausland. Jetzt sagt er, hä? Ja, bei Lufthansa ist die FFP2-Maske oder die chirurgische Maske Pflichtveranstaltung. Also insofern ist das eigentlich da schon lange umgesetzt. Und man hat ja auch ganz viel Geld investiert in die Kampagnen von Boeing, Airbus und Embraer, die ich gesehen habe mit der IATA zusammen, wo man halt wirklich nochmal erklärt hat, wie die Luft im Flugzeug zirkuliert und dass man da halt, ja, dass man da halt relativ sicher ist. Aber trotzdem das Hauptproblem, und das ist das, was ich bei meinen Reisen immer wieder festgestellt habe, ist halt das Anstehen am Gate oder aber auch, wenn man sieht, die Bilder aus Berlin oder Düsseldorf aus den Urlaubstagen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig für mich zu verstehen, dass man im Flugzeug da dann da diese Maßnahmen hat, aber am Boden die leider nicht durchgesetzt werden. Also insofern, hier könnt ihr auch nochmal schauen, inwieweit ihr da der Meinung seid, das ist okay oder da muss mehr gemacht werden, weil ja zumal der Mittelplatz ja gar nicht mehr frei ist in der Economy Class. Ich hatte gestern noch bei der Lufthansa angerufen und da kam die Durchsage, dass das noch so ist, aber das ist ja nicht mehr so. Das heißt also, man sagt jetzt, man versucht es, aber die Flüger sind alle so voll mittlerweile, dass das nicht klappt. Und das andere Thema ist natürlich, das Einschlepprisiko zu minimieren. Das heißt also, dass man gerade die Viren nicht nach Deutschland bringt, ist bei der Delta-Variante jetzt, obwohl sie natürlich gekommen wäre, hat man da aber jetzt etwas versagt, weil die natürlich kommt. Also insofern muss man halt wirklich schauen, inwieweit man da mehr Maßnahmen ergreifen muss. Also ob man da wirklich auf dieses 2G+ geht. Ich persönlich bin ein Freund davon, dass wir nicht die Gesellschaft weiter teilen und dividieren. Das heißt also, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Am besten wäre aber auch, dass die genesen und geimpft sind, auch getestet sind, weil man ja festgestellt hat, dass der Impfschutz nach 4 bis 6 Monaten nachlässt. Da sollten wir einfach mal schauen. Und man sagt natürlich, im Flugzeug ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer nur von 1000 ansteckt. Das wäre also im Prinzip vergleichbar mit einem Vierer im Lotto. Wer von euch Lotto spielt und das letzte Mal einen Vierer hatte? Ich hatte keinen. So ist das, dass man sich anstecken kann. Und die HEPA-Filter sind alleine oder helfen alleine schon da, um die indirekte Gefahr der Infektion zu minimieren, weil man halt wirklich die Virenlast reduziert. Aber das Problem ist halt wirklich, das ist die Tropfcheninfektion. Das heißt also, es geht über den Tropfen und beim Sprechen, man spuckt ja immer was aus, ist zwar eklig, wenn man das über nachdenkt, aber so ist das im Leben. Und man hat einfach geguckt, dass man in der Fliegerei das wirklich minimiert, aber nichtsdestotrotz mit dem Abstand. Also seid ihr zufrieden mit den Maßnahmen, die die Fluggesellschaften oder aber auch die Lufthansa ergriffen haben, dass man halt versucht, den Mittelplatz freizuhalten und jetzt leider nicht mehr macht? Sagt ihr, das sollte man tun? Oder sagt ihr ganz einfach, hey, das ist das normale Lebensrisiko? Auch hier wieder in den Kommentaren gesittet und gepflegt
euch dazu äußern, denn wir sind der gepflegte Vielflieger-Talk, ganz, ganz wichtig. Deshalb geht es bei uns um die Sache und nicht um politische oder um Meinung dazu. Also das heißt, man sollte die Leute nicht zum Impfen oder Nicht-Impfen bekehren. Solche Sachen werde ich natürlich löschen. Auch zum zweiten Thema, was relativ kontrovers ist, am heutigen heiligen Samstagabend, denke ich mal, und solltet ihr einfach unten kommentieren. Ich freue mich einfach, wenn ihr den Kanal abonniert, dann die Glocke anmacht, kommentiert, habe ich ja jetzt so oft gesagt, wer jetzt nicht kommentiert, ist selber schuld, und vor allem diesen Beitrag liken, damit der Algorithmus uns wieder nach oben befördert. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei der Ausgabe von Frequent Traveler TV. Ich hoffe, es war für euch ein interessantes Thema, und bis bald auf Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.